Grüß dich, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute verschiedene Wanderstöcke und deren Einsatzbereich. Das Wandern mit Stöcken hat sich durchgesetzt. Bei richtiger Verwendung schonen Stöcke die Knie- und Sprunggelenke und entlasten die Beinmuskulatur. Stöcke haben also vor allem eine ermüdungsreduzierende Funktion. In anspruchsvollem und unwegsamen Gelände dienen sie aber auch als wertvolle Gleichgewichtshilfe. Beim steileren Bergaufgehen wird im Gegensatz zum flachen Terrain die Doppelstocktechnik empfohlen. Hierbei führe ich beide Stöcke synchron nach vorne und unterstütze den Hub aus den Beinen mit beiden Armen gleichzeitig. Bergab sollte man die Stöcke etwas länger halten. So kann ich mich an größeren Stufen komfortabler abstützen. Meine Arme respektive die Ellbogen wirken dabei als Feder. Bergab sollten die Hände generell aus den Stockschlaufen genommen werden, um im Falle eines Sturzes die Hände zum Abstützen frei zu haben. Auf Geröllhalden oder im Blockgelände tragen die Stöcke enorm zur Sicherheit bei. Das präzise Setzen der Stockspitzen auf Fels erfordert allerdings etwas Übung. Traversen parallel zum Hang werden mit einem längeren talseitigen und einem etwas kürzeren bergseitigen Stock begangen. Um die Hangneigung auszugleichen, nehme ich meine Hand aus der Stockschlaufe, fasse den bergseitigen Stock weiter unten am Schaft, so dass meine Hände in etwa auf gleicher Höhe sind. Der sogenannte Seitstütz kann in steilen Querungen oder Geländestufen verwendet werden. Dazu umfasst man beide Stöcke und stützt sich bergseitig auf den Stöcken ab. Für Touren, bei denen ich die Stöcke nicht durchgängig bzw. eine oder beide Hände frei brauche, ist ein sogenannter Z-Pole praktisch. Dieser lässt sich zusammenfalten und komplett im Rucksack verstauen. Auf einfachen Wegabschnitten sollte man die Stöcke auch ruhig mal in der Hand tragen. Verwendet man die Stöcke auf jedem Meter, verkümmert der Gleichgewichtssinn. Darum empfiehlt sich ein dosierter Einsatz von Stöcken je nach Beschaffenheit des Weges. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandern.